Hier spricht der Meisterdetektiv Hieronymus neunmal klug. Als Boss der Detektei Holzauge sei wachsam, frage ich euch. Ihr habt euch doch sicher alle schon einmal gewünscht, Detektiv zu sein. Einfach ein abgebranntes Streichholz zu finden oder eine falsche Aussage zu hören und schon zu wissen, wer der Täter war. Ja. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt mit mir ein paar Kriminalfälle aufklären. Aber ihr müsst gut Acht geben, denn stets verrät sich der Täter durch einen Fehler. Achtung, es geht los. Der erste Fall lautet das Ei des Kolumbus. Es war an einem nebligen Montagmorgen in der Londoner City und ich war ziemlich missmutig, als ich in meinem Detektivbüro meine Post öffnete. Nichts als unbezahlte Rechnungen und Mahnungen. Wenn das so weitergeht, muss ich mich wahrhaftig nach einem anderen Job umsehen. Verdammt, man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Hey, wer hat sich denn dieser Brief hierher verirrt? Dickes Büttenpapier mit Siegel. Lord Candlelight. Hieronymus. Wenn du nur für einen Penny kriminalistischen Riecher hast, ist das ein Auftrag. Thunderstorm. 100 Pfund. Doch freu dich nicht zu früh und lies lieber erstmal, Hieronymus. Todsicher ist bei der Geschichte ein Haken. Sehr geehrter Mr. Neunmalklug, anbei eine Honoraranzahlung von 100 Pfund. Bitte kommen Sie heute Abend punkt 19 Uhr aufs Schloss Candlelight. Ihren Auftrag erfahren Sie dann. Und nach Erledigung erhalten Sie noch einmal die gleiche Summe. Es grüßt Sie Lord Candlelight. Eure Lordschaft. Sie sind meine Rettung. Ich werde pünktlich sein. Doch vorher werde ich mir noch einen von meinen Spezialdrinks genehmigen. Und zwar einen doppelten Soda, pur mit Eis. Lange vor der festgesetzten Stunde machte ich mich, bewaffnet mit meinem Detektivköfferchen und in meinem superschnellen Sportwagen, der noch auf 4 unbezahlten Wechseln lief, auf die Fahrt zum Schloss Candlelight. Also ich bin wirklich gespannt auf den Auftrag seiner Lordschaft. Der Brief klang ja ziemlich geheimnisvoll. Alle Wetter, jetzt zieht auch noch ein Gewitter auf, wie in jedem richtigen Krimi. Ich möchte wetten, es wird ein aufregender Fall. Naja, umsonst spuckt keiner gleich 100 Pfund Anzahlung aus. Ah, das war schon wieder ein Blitzschlag. Aber da vorne ist schon das Schloss. Sieht schön schaurig aus. Sie wünschen, Sir? Mein Name ist Hieronymus Neunmalklug. Und wer sind Sie? Ich versehe das Amt des Butlers. Man pflegt mich Jones zu rufen. Wenn Sie hier ablegen wollen, Sir, seine Lordschaft geruhen Sie bereits zu erwarten. Mann, brechen Sie sich bloß keine Verzierung ab, John. Jones, Sir. Nevermind, macht nichts. Der Kerl hat eine Visage wie mindestens 30 Jahre Dartmoor. Sagen Sie mal, hier in dem Gemäuer ist es ja kalt wie in einem Eiskeller. Schloss Candlelight wurde im Jahre 1485 erbaut, Sir. Das erklärt natürlich alles. Miss Sandy, würden Sie Mr. Neunmalklug zu seiner Lordschaft führen? Gern, Jones. Bitte folgen Sie mir, Sir. Kalkuliere, bei Ihrem Anblick wird einem gleich wärmer, Miss Sandy. Herein. Mr. Neunmalklug, Milord. Ah, ich begrüße Sie auf Schloss Candlelight. Mr. Neunmalklug. Hatten Sie eine gute Anfahrt? Ja, bis auf das Unwetter ging es. Oh, kommen Sie doch näher an das Kaminfeuer. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Sherry? Whisky? Verbindlichste Thanks, Milord, aber ich habe stets meine Spezialmarke bei mir. Soda, pur. Wie Sie wünschen. Cheerio, Mr. Neunmalklug. Auf eure Lordschaft. Dürfte ich nun erfahren? Selbstverständlich. Sie sollen gleich erfahren, um was es geht. Wie Sie bestimmt in den Zeitungen gelesen haben, ist in der letzten Zeit in der Umgebung Londons ein Safe-Räuber am Werk, der sich auf wertvolle Kunstgegenstände spezialisiert hat. Richtig, richtig. Die Newspapers sind ja voll davon. Ja. Und haben Sie auch schon von dem Ei des Kolumbus gehört?
Wie bitte? Na, das Ei des Kolumbus. Kennen Sie die Geschichte nicht? Schur, in der Schule habe ich mal sowas gelernt. Als Kolumbus die spanische Königin Isabella überzeugen wollte, dass er einen westlichen Seeweg nach Indien finden konnte, soll er ein Ei auf die Spitze gestellt haben, indem er es eindrückte. Auf diese Weise wollte er beweisen, dass es für jedes Problem eine ganz einfache Lösung gibt. Genau so wird berichtet. Und als Belohnung für diese geniale Lösung soll die spanische Königin Kolumbus ein massiv goldenes Ei mit Brillanten und Diamanten besetzt geschenkt haben. Sehr nobel von der Queen. Und eben dieses wertvolle Ei befindet sich seit über 100 Jahren im Besitz meiner Familie. Kommen Sie, ich werde es Ihnen zeigen. Hier ist mein Arbeitszimmer. Und hinter diesem Gemälde befindet sich der Safe. Er hat ein Schloss mit Zahlenkombinationen, die man kennen und einstellen muss. Nur so lässt sich das Safe öffnen. Sehen Sie, da liegt das Prachtstück. Thunderstorm, ist das ein dickes Ei? Ja, deshalb habe ich Sie herbestellt, Mr. Neunmal Klug. Ich will das Objekt morgen früh nach London ins Bankschließfach bringen. Doch dazwischen liegt noch eine lange Nacht. Gestern Abend ist hier ganz in der Nähe bei einem Nachbarn eingebrochen worden. Ja, und ich bin etwas in Sorge. Immerhin hat das Ei des Kolumbus einen Schätzwert von 100.000 Pfund. Schätze, das lohnt sich für einen Dieb. Wie dachten sich Eure Lordschaft die Durchführung meines Auftrags? Nun, Sie könnten diese Nacht hier nebenan im Salon, in dem wir eben unser Drink genommen haben, wachen. Morgen früh fahren Sie als Bewachung mit mir in die City. Sobald das Wertobjekt sicher in der Bank liegt, bekommen Sie noch einmal 100 Pfund. Einverstanden? Okay, Milord. Ich bin zwar zurzeit reichlich mit Aufträgen eingedeckt, aber was tut man nicht alles für den alten Adel? Gut, dann will ich den Safe wieder schließen. Ah, Augenblick. Was haben Sie eigentlich für eine Zahlenkombination eingestellt? Ihre Geburtstags- oder Hochzeitsdaten? Meine Geburtstagsdaten? 7.8.1920. Aber woher wissen Sie das? Weil fast alle Safe-Besitzer den gleichen Leichtsinn begehen. Ein Dieb braucht bloß zu wissen, wann Sie geboren sind, und das Ding ist gelaufen. Vor allem, wenn es einer Ihrer Angestellten darauf abgesehen hätte. Gestatten Sie deshalb, dass ich eine neue Zahl einstelle? So. Schon geschehen. Der Safe ist wieder geschlossen. Darf man wissen, welche neuen Zahlen Sie genommen haben, Mr. Neunmal Klug? Erlauben Sie mir, Lord, dass ich das ausnahmsweise für diese eine Nacht für mich behalte. Immerhin bin ich jetzt für Ihr Wertobjekt verantwortlich, Milord. Wie Sie meinen, Mr. Neunmal Klug. Es wäre angerichtet. Hocherfreut folgte ich Lord Candlelight zum Supper ins Speisezimmer. Und nachdem ich anschließend von seiner Lordschaft mit einer dicken Brasilzigarre versehen wurde, zog ich mich auf den Divan im Salon zurück. Hier paffte ich noch eine Weile genießerisch das edle Kraut in die Luft, bis ich die Brasil schließlich ausdrückte und einnickte. Aber mitten im tiefsten Schlaf wurde ich plötzlich von einem Geräusch aus dem Arbeitszimmer aufgeschreckt. Thunderstorm, was ist los? Wo bin ich? Ach so, ja, auf Schloss Candlelight. Und das Geräusch kam von nebenan. Man will das Ei des Kolumbus klauen. Hände hoch! Dämmt Licht an! Warum ist denn das Licht aus? Oh! Ha! Hab ich dich getroffen, Halunke! Sind Sie es, Milord? Ja, Mr. Neunmal Klug. Machen Sie bitte Licht. Es funktioniert nicht. Warten Sie, ich zünde mein Feuerzeug an. Aha. Dachte ich es mir doch. Die Birne der Schreibtischlampe ist losgeschraubt. Einen Augenblick. So. Jetzt haben wir wieder Licht. Doch der Kerl ist fort. Wer hat eigentlich geschossen, Milord? Ja, ich. Und ich habe deutlich gehört, dass ich jemand getroffen habe. Die Stimme kam mir übrigens bekannt vor. Hier sind auch Blutspuren. Sie führen zur Tür hinaus, auf die Diele. Schau an, unser braver John. Ich beiß ins Gras. Wo bleiben die guten Umgangsformen? Sie meinen wohl, Sie scheiden dahin, Also, das hätte ich nie von Ihnen gedacht, Jones.
Man kann sich eben täuschen, Milord. Aber keine Bange, es ist nur ein harmloser Streifschuss. Mit einem kleinen Pflästerchen ist der Schaden rasch behoben. Erzählen Sie uns lieber, was Sie im Arbeitszimmer zu suchen hatten, John. Naja, bevor ich mich zur Ruhe begeben wollte, machte ich noch wie jeden Abend meinen Rundgang durchs Schloss. Milord haben das so angeordnet. Als ich am Arbeitszimmer vorbeikam, hörte ich drinnen ein Geräusch. Ich trat ein und wollte den Lichtschalter bedienen, aber es blieb dunkel. Gleich darauf stieß mich einer an. Ich wollte ihn festhalten, doch da knallte es und ich bekam einen Schlag. Und was haben Sie beobachtet, Milord? Ja, mir ging es ähnlich. Ich konnte nicht schlafen und ging in das Arbeitszimmer, um mir noch ein Buch zu holen. Auf einmal hatte ich das Gefühl, hinter mir steht jemand. Und als ich mich umdrehte, ging das Licht aus. Ich sah nur noch einen Schatten. Und da ich jetzt immer meine Pistole bei mir trage, habe ich geschossen. Und bedauerlicherweise mich getroffen. Ob das zu bedauern ist, wird sich noch herausstellen, Jones. Ich schlage vor, wir stellen einmal fest, ob etwas gestohlen wurde. Um Himmels Willen! Das Ei des Kolumbus! Ein Glück! Das Bild hängt richtig vor dem Safe. Und er ist fest verschlossen. Öffnen wir ihn, lieber Milord. Bin schon dabei. Mr. Neumann klug. Bitte sehr. Oh mein Gott! Der Safe ist leer! Ich bin ruiniert! Und daran sind Sie schuld. Wozu habe ich Sie engagiert, wenn Sie den Diebstahl verschlafen? Sorry, daran war Ihre gute Brasil-Zigarre schuld. Aber keine Sorge, wir werden den Fall schon aufklären. Außerdem sind Eure Lordschaft bestimmt versichert. Oh, selbstverständlich! Auf 100.000 Pfund! Aber den Liebhaberpreis, wer ersetzt mir den? Oh, dieser Verlust trifft alle Candlelights, noch bis zu ihren Urenkeln. Gestatten Sie, dass ich vorher den Safe genauer untersuche? Denn so viel steht fest. Wer das Ei auch herausgeholt hat, er hat eine ganze Zeit lang gebraucht, um die neue Zahlenkombination herauszufinden und einzustellen. Rasch holte ich mein Köfferchen mit den Detektivutensilien. Alsdann hantierte ich eine Weile an dem geöffneten Safe herum, bis ich schließlich triumphierend ausrief: Stelle fest, das Ding ist ohne Gewalt geöffnet worden. Und hier haben wir auch zwei paar prachtvolle Fingerabdrücke. Reichen Sie mir Ihre Pranke, John. Jones, Sir. Auch recht. Greifen Sie schön hier hinein in die schwarze Farbe und nun drücken Sie Ihre Pfote auf dieses Papier. So, ja, fein. Okay, schauen wir uns das Ergebnis an. Nein. Ihre Abdrücke sind nicht auf der Stahltür. Aber erst wird man unschuldig verdächtigt. In Ihrer Lage wagen Sie sich noch zu beklagen, Jones? Im Vertrauen ist er neunmal klug. Ich bin leider bei der Auswahl meiner Angestellten etwas großzügig. Jones ist nämlich vorbestraft. Und wie lange ist er schon bei Ihnen im Dienst, Milord? Ein Vierteljahr. Das ist nicht gerade eine Ewigkeit. Und dass seine Fingerabdrücke nicht auf der Safe-Tür sind, bedeutet auch nichts. Denn wie ich feststellen konnte, trägt er ständig weiße Glacé-Handschuhe. Wie es meine Pflicht als Butler ist. Na, dann butlern Sie mal los und holen Sie Miss Sandy. Sehr wohl, Sir. In der Zwischenzeit müsste ich Sie ebenfalls bitten, mir und meinem Farbkasten zur Verfügung zu stehen, Milord. Ja, glauben Sie etwa, ich bestehle mich selber? Mr. Neunmal klug? Bitte um Pardon. Nur so kann ich fremde Finger feststellen und den wahren Dieb ermitteln. Verstehe. Bitte, wenn es unbedingt sein muss. Verbindlichste Thanks. Wonderful. Ihre Fingerabdrücke sind mit dem einen Paar auf dem Safe identisch. Aber kein Wunder, als Besitzer haben Sie ihn ja oft genug geöffnet und geschlossen. Sie wollten mich sprechen, Milord? Ja. Haben Sie etwa den ganzen Lärm verschlafen und hat Ihnen auch John nichts gesagt, Miss Sandy? Nein. Ich schlafe doch im Südflügel des Schlosses. Und John sagte bloß, ich sollte runterkommen. Ah, dann kommen Sie mal näher. Haben Sie keine Angst, ich beiße nicht. Wir wollen nur etwas untersuchen. Ich habe es nicht mit Absicht getan. Miss Sandy, schämen Sie sich nicht, mich zu bestehlen? Sie sind fristlos entlassen. Auf der Stelle werde ich die Polizei benachrichtigen. Wieso bestehlen? Ich dachte, Sie meinten das teure Sherryglas, das ich gestern zerbrochen habe. Lügen Sie nicht. Mr. Neunmal klug, wer todsicher den Beweis für Ihre langen Finger auf der Safe-Tür finden. Ja, ich fürchte, das wird uns auch nicht weiterhelfen. Sie haben bestimmt hier überall Staub gewischt, Miss Sandy. Auch dort auf dem Ölgemälde und dahinter? Ja, ganz gründlich.
Also kam der Dieb von draußen. Und ich bin das wertvolle Ei des Kolumbus los. Aber ich mache Sie für den Verlust haftbar. Jawohl. Sie werden mir den Schaden auf Pfund und Penny ersetzen, Mr. Neunmal Klug. Irrtum, Milord, denn eben geht mir ein Licht auf. Thunderstorm, dass ich nicht gleich darauf gekommen bin. Aber die Geschichte war wirklich raffiniert inszeniert. Doch nun kenne ich den Täter. Stopp, das Spiel ist aus. Hieronymus Neunmal Klug können Sie nicht täuschen, mein Bester, denn Sie haben sich durch einen groben Fehler entlarvt. Tja, und jetzt frage ich euch, liebe Detektivkollegen und Kolleginnen, wer hat das Ei des Kolumbus aus dem Safe genommen und wodurch kam ich dem Schuldigen auf die Spur? Während ihr kombiniert, ein paar Takte Musik. Natürlich hat Lord Candlelight selbst das Ei des Kolumbus aus dem Safe genommen, um die Versicherungssumme zu kassieren. Denn ein Safe mit Zahlenschloss kann nur derjenige öffnen, der die Zahlenkombination kennt oder Zeit genug hat, sie mit viel Geschick herauszufinden. Doch da ich am Abend eine neue Zahlenkombination eingestellt hatte, die allein mir bekannt war, und Lord Candlelight trotzdem nach dem Diebstahl sofort den Safe öffnete, hat er sich selbst verraten. Hallo, hier spricht der Meisterdetektiv Hieronymus Neunmal Klug von der Detektei Holzauge sei wachsam. Liebe Detektivkollegen und Kolleginnen, gebt wieder Acht und kombiniert gut mit, denn es beginnt der zweite Fall. Der Automarder. Eines Freitagabends, als ich es mir in meinem Londoner Büro bequem gemacht und in üblicher Manier meine Beine auf den Schreibtisch gelegt und vor mir eine Flasche mit meinem Spezialgetränk, Soda pur, stehen hatte, wurde plötzlich die Tür aufgerissen und ein aufgeregter Mister stürmte herein. Oh, mein Name ist Miss. Bin ich hier richtig in der Detektei Holzauge sei wachsam? Hieronymus Neunmal Klug stehe zu Diensten. Um was handelt es sich, Mr. Smith? Wenn ich recht kalkuliere, wurden Sie doch ganz in der Nähe gerissen und ein aufgeregter Mister stürmte herein. Oh, mein Name ist Miss. Bin ich hier richtig in der Detektei Holzauge sei wachsam? Hieronymus Neunmal Klug stehe zu Diensten. Um was handelt es sich, Mr. Smith? Wenn ich recht kalkuliere, wurden Sie doch ganz in der Nähe. Ja, ich bin noch ganz außer Atem. Immer mit der Ruhe und einem ordentlichen Schluck. Danke, ich bin Antialkoholiker. Unsinn, Soda pur, mein Spezialdrink. Cheers, Mr. Smith. Jetzt sind Sie an der Reihe. Ja, also, es ist empörend. Einfach empörend ist es. Vor ein paar Tagen habe ich mir einen Wagen gekauft. Einen funkelnagelneuen Ami-Schlitten, schneeweiß mit roten Ledersitzen und allen Extras natürlich. Heute Abend, ist es noch gar nicht lange her und war schon dämmerig, heulte mit einem Male unten im Wagen die Alarmanlage los. Aha. Ich ans Fenster und da sehe ich, wie gerade so ein Gauner mit langen Haaren und Lederjacke an meinem Wagen herumfummelt. Verschwinde, du Halunke, ruf ich. Und wissen Sie, was der Kerl gemacht hat? Er ist verschwunden. Jawohl. Im Nu hat er die Sicherung abgeschaltet und ist weggebraust. Warum sind Sie nicht runtergelaufen und haben versucht, den Automarder aufzuhalten? Kunststück. Ich wohne doch im dritten Stock. Bevor ich die Treppen hinunterrennen konnte, war der Bursche längst über alle Berge. Haben Sie die Polizei benachrichtigt? Na, selbstverständlich. Der Beamte hat mir gesagt, ich sollte aufs Revier kommen und eine Anzeige machen. Aber man weiß ja, wie überlastet die Polizei ist. Und da ich meinen Wagen dringend fürs Geschäft brauche, bin ich sofort zu Ihnen geeilt. Verstehe. Ich übernehme den Fall. Folgen Sie mir unauffällig. Wir werden die Fahndung aufnehmen. Im Sturmschritt stürzten wir hinunter zu meinem eigenen Renner und nachdem ich den dicken Mr. Smith hineinbuxiert hatte, sprang ich selbst ans Steuer und startete mit Vollgas. Um Gottes Willen hat Ihr Wagen eine Beschleunigung. Bei meinem Job muss man manchmal eine Verfolgungsjagd veranstalten. Vorsicht, Linkskurve und Rechtskurve. Am besten Sie machen die Augen zu, Mr. Smith. Nein, noch besser, Sie halten die Augen auf. Vielleicht entdecken Sie Ihren gestohlenen Wagen. Glauben Sie, dass wir Erfolg haben werden? Meistens sind das doch ganz organisierte Banden. Die einen klauen die Autos und die anderen spritzen sie um und verkaufen sie sofort weiter. Mhm.
Manchmal hat man auch Glück und es ist nur ein Einzelgänger oder ein Halbstarker, der mit einem tollen Schlitten eine Spritztour machen will und ihn später gegen einen Baum fährt. Das ist genauso schlimm. Sure, im Prinzip schon. Allerdings hätten wir dann die Chance, ihr gutes Stück vorher irgendwo wiederzufinden. Ich kenne da mehrere besondere Stellen, die werden wir aufsuchen. Was soll ich machen, wenn ich meinen Wagen entdecke? Schreien Sie Feuer. Feuer! Da vorne fährt er! Sind Sie sicher? Ja, 777 ist die Endziffer. Der Busch ist verrückt. Der fährt fast so schnell wie ich und ich habe schon einige Sachen drauf. So schießen Sie doch, Mr. Neunmal Klug! Mein bester Mr. Smith, ich kann nicht einfach in den Straßen herumballern. Womöglich treffe ich jemand. Außerdem wollen Sie Ihr Eigentum bestimmt heil wiederbekommen. Naja, aber ein bisschen schießen könnte nicht schaden. Schätze, Sie lesen zu viele Kriminalromane. Keine Bange, den schnappen wir uns. Aufgepasst, er stoppt. Rasch raus, Mr. Smith! Dämmt, die Telefonzelle verdeckt uns die Sicht. Jetzt haben wir nicht gesehen, wo er hin ist. Wenigstens haben wir Ihren Wagen. Ist alles okay? Jawohl, soweit ich feststellen kann. Ich möchte wissen, wie der den Motor in Gang gebracht hat. Kalkuliere, er hat ihn kurz geschlossen. Aber kommen Sie, wir müssen dem Kerl nach. Ich vermute, er ist drüben in dem Lokal verschwunden. Halt! Dort vorn läuft so ein Langhaariger mit einer Lederjacke. Los, hinterher! Ich kann nicht so schnell, Mr. Neunmal Klug. Beeilen Sie sich, gleich haben wir ihn! Er ist in eine Sackgasse gerannt. Hinter der Mülltonne steht er. Stehen bleiben, Old Boy! Hau ab, oder ich piek dir ein Loch im Bauch. Vorsicht, er hat ein Messer. Schon bemerkt. Ah, du Goliath, hast du meine Faust am Kinn? Hören Sie auf, ich gebe auf. Okay, sehr vernünftig. Ist das der Gesuchte, Mr. Smith? Das ist schwer zu sagen. Es war bereits dämmerig. Was wollen Sie eigentlich von mir? Für den Anfang den Namen. Gus. Und nun gehen Sie mir nicht länger auf die Nerven mit Ihrem Schatten. Immer sachte. Wir haben bis hierher einen gestohlenen weißen Wagen verfolgt. Und dann ist jemand rausgesprungen, der Ihnen verdammt ähnlich sah. Hier sehen sich viele ähnlich. Bei mir sind Sie an der falschen Adresse. Mr. Neumann Klug, jetzt erkenne ich den Mann wieder. Er arbeitet in der Bahnhofstankstelle, wo ich neulich getankt habe. Ist das nicht verdächtig? Wieso verdächtig? Ich bin Autoschlosser. Ich dachte Messerstecher. Los, Gus. Kommen Sie mit in das Lokal, bis wir den Fall geklärt haben. Das werden Sie bereuen, Sie... Schaut ab und keine faulen Tricks, sonst knallt's. Aber warum bringen wir den Kerl nicht gleich zur Polizei? Weil Sie und ich uns noch nicht sicher sind. Ja, wollen Sie tatsächlich in diese Kaschemme gehen, Mr. Neunmal Klug? Yes, Sir, immer rein in die gute Stube. Und Sie, alter Messerheld, setzen sich in die Ecke und rühren sich nicht vom Fleck, verstanden, Gus? Bin ja nicht taub. Du meine Güte, ist das ein Qualm und ein Nerv? Kommt Ihnen hier irgendwer verdächtig vor, Mr. Smith? Ja, der dort an der Bar hockt, könnte es gewesen sein. Okay, machen wir uns an den Barhocker ran. Sie beobachten unterdessen die Tür. Hey, Freund. Wieso Freund? Ach, Sie sind es, Mr. Neumal Klug. Lange nicht gesehen. Erraten, Gelegenheits-Eddie. Wie geht's? Ein Interview kostet einen Pfund. Einigen wir uns auf einen Drink? Gemacht. Noch einen Rum Cola für mich, Sugar Baby. Ja, gleich, Eddie. Für Sie und Ihren Begleiter auch, Mr. Neumal Klug? Ach nein, ich weiß. Sie haben ja Ihre eigene Marke. So ist es. Wenn ich bloß um ein Stückchen Eis bitten dürfte, Sugar Baby. So. Ein Rum Cola und ein ganzes Stück Eis. Hoffentlich verkühlen Sie sich damit nicht, Mister. Cheers, Eddie. Dito. Also, was läuft? Sag mal, sitzt du schon lange hier an der Bar, Eddie? Das sehen Sie doch an den leeren Gläsern. Ich habe bereits ein paar gepfiffelt. Um was geht es eigentlich? Falsche Pässe oder Hehlerei? Diesmal nicht, Eddie. Weißt du, wie der Ami-Schlitten draußen vor die Tür gekommen ist? Ah, steht da einer? Ja. Sie haben ihn gestohlen und sind damit zu dieser Spelunke geflüchtet. Was ist denn das für eine komische Figur? Erlauben Sie mal, ich bin der Besitzer des Wagens. Gratuliere. Wenn Ihr Besitz vor der Türe steht, brauchen Sie doch nicht zu jammern. Im Übrigen ist Autoknacken bei mir nicht drin. Kalkuliere, bei dir ist alles drin, Gelegenheits-Eddie. Aber lassen wir das vorläufig. Mir fällt gerade auf, dort an der Musicbox steht noch so ein Lederbursche. War der vorhin schon da oder ist er nach uns gekommen, Mr. Smith? Verflixt! Vor Aufregung habe ich völlig vergessen, darauf zu achten. Eddie,
Kennst du den jungen Burschen? Hä? Keine Ahnung. Nie gesehen. Boah, das ist doch Blacky. Wonderful. Schenk dir einen auf meine Rechnung ein, Sugar Baby. Danke, Mister. Sind Sie ein Kriminaler? Fast. Kommen Sie, Mr. Smith. Wir wollen mal den Musikexperten unter die Lupe nehmen. Können Sie das Geheul nicht leiser stellen, Blacky? Hey, hier, was heißt Geheul? Das ist ein Heuler, verduften Sie. Sie stören meine Kreise. Ich bin Boxmeister. Vortrefflich, ich bin Karatemeister. Ah, 1-0 für Sie. Woher kennen Sie eigentlich meinen Namen? Sowas spricht sich herum, Blacky. Ah, und wer sind Sie? Hieronymus Neunmal Klug von der Detektei Holzauge sei wachsam. Ich werd verrückt, ein Privatbulle. Erraten. Ich brauche eine Auskunft. Sind Sie mit einem weißen Amischlitten vorgefahren? Sie machen mir Spaß. Wie soll ich mir für meine paar Kohlen einen Amischlitten leisten? Oh, man kann ja auch mit einem gestohlenen Wagen fahren. Ach, da hat wohl so ein dilettantischer, naiver Utopist gemeint, es wäre ökonomisch opportun, in einer Einzelaktion eine Wohlstandsestablishment-Kutsche zu vergesellschaften. Und nun suchen Sie die Karre bei mir in der Hosentasche. Dafür wäre sie wohl eine Nummer zu groß. Haben Sie das vernommen, Mr. Smith? Unser Blackie ist gebildet. Und was hat er gemeint? Er behauptet, dass er unschuldig ist. Genau. Im Übrigen stehe ich seit über einer Stunde an dieser Musicbox und mache in Kultur. Sorry, nichts für ungut, Blacky. Hier haben Sie eine Münze. Spielen Sie mal für mich den Song Hey Teenie. Ja, ich weiß nicht, ob die den Knüller im Kasten haben. Ja, Sie haben Glück. Das genügt. Kommen Sie, Mr. Smith. Überlassen wir den zornigen jungen Mann seinem Kunstgenuss und trinken lieber noch einen Schluck aus meiner Privatflasche. Oh, sehr gern. Ich dachte, der Grobian schlägt gleich zu. Cheers. Ja, wissen Sie denn, wer meinen Wagen entführt hatte, Mr. Neunmal Klug? Schätze, ich habe den Fall aufgeklärt. Ja, der dort ist der Automarder. Er hat einen schweren Fehler begangen. Halt! Hier geblieben, Halunke! Jeder Fluchtversuch ist sinnlos! So. Und während wir jetzt noch ein paar Takte Kriminalmusik spielen, sollt ihr, liebe Detektivkollegen und Kolleginnen, wieder kombinieren, wer der Täter war und durch welchen Fehler er sich verraten hat. Selbstverständlich war Blacky der Automarder, denn erst behauptete er, dass er über eine Stunde an der Musicbox gestanden hätte. Und wenig später meinte er, er wüsste nicht, ob der von mir gewünschte Song in der Musicbox wäre. Obwohl der Schlager gerade kurz vorher, als ich mit Mr. Smith das Lokal betrat, gespielt wurde. Somit hat sich Blackys Alibi als Schwindel entpuppt. Er war der Automarder. Okay, das war's, liebe Kollegen und Kolleginnen. Für diesmal sage ich euch so long, goodbye, euer Meisterdetektiv Hieronymus Neunmal Klug von der Detektei Holzauge sei wachsam. Musik